Hallo Leute, mein Name ist Martin Grohl und herzlich willkommen zu den WWE News. Die Themen heute: Finn Balor bald in den Main-Shows, Vince McMahon mit sehr kontroverser Aussage und der WWE-Arzt verklagt CM Punk. Hat jemand CM Punk gesagt? Keine Angst, es gibt keinen Spoiler zu WWEs Fastlane, also falls du den Pay-Per-View noch nicht gesehen hast, kannst du dich entspannt zurücklehnen und trotzdem hier das Video gucken. Beginnen wir wie so häufig mit NXT, denn es wurde jetzt berichtet, dass man darüber nachdenkt, Baron Corbin ein Valet zur Seite zu stellen. Das sind die Diven sozusagen, die an der Seite von einem Superstar vertreten sind, also sozusagen die Manager. Also im Prinzip das, was Lana für Rusev ist. So soll wohl demnächst Sarah Schreiber für Baron Corbin sein. Warum? Weil die beiden sich doch von ihrem Look, von den ganzen Tattoos und so weiter sehr ähnlich sind und das demzufolge auch sehr gut passen sollte. Sarah Schreiber, für die Leute, die jetzt sagen, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ja, das ist richtig. Das ist nämlich die gute Frau, die mit Seth Rollins eine Affäre hat, die also auch mit in diesem Nacktbilder-Skandal verwickelt war. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, schaut einfach mal auf meinen Kanal, da gibt es die News dazu. Und dann geht es weiter mit einem der Top-NXT-Superstars, die da im Moment rumdümpeln, und zwar Finn Balor. Denn jetzt wurde nämlich berichtet, dass nicht nur Triple H großer Fan ist, sondern auch Vince McMahon. Und das ist erstmal an sich ziemlich ungewöhnlich, da der doch sehr skeptisch und nicht wirklich gut auf die NXT-Talente zu sprechen ist. Aber scheinbar ist Finn Balor jemand, den er auch geil findet. Und das wird natürlich auch zur Folge haben, dass Finn Balor denn so schnell wie möglich auch in die Hauptshows kommt. Klar ist es für das Creative Team da noch ein bisschen schwierig, dieses Gimmick, was er hat, irgendwie gut und auch passend in die Main-Shows zu kriegen. Dennoch sollte es schneller gehen als bei anderen NXT-Talenten, denn Finn Balor hat bei seinem Vertragsabschluss mit der WWE schon in diesem Vertrag mitgeschrieben, dass er so schnell wie möglich in die Main-Shows wechseln will. Das war wahrscheinlich zu einer Zeit, als man noch nicht so ganz ahnen konnte, wie krass sich NXT entwickelt. Aber gut, er ist ja jetzt sowieso Number One Contender für den NXT-Titel. Das heißt, ein bisschen haben wir da noch was von. Und ja, ich bin echt gespannt, wie das wird, wenn der in die Main-Shows kommt. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Vince McMahon ist auf dem Cover von der Muscle & Fitness Zeitschrift. Und nicht nur, dass er da extrem krass aussieht, sondern er wurde natürlich auch in diesem Heft interviewt. Und dort wurde ihm die Frage gestellt, was er glaubt, wie sich die WWE nach seinem Ableben, also nach seinem Tod oder nach seinem Austritt weiterentwickeln wird. Und da hat er was gesagt, was mich zum Beispiel ein bisschen erstaunt hat. Denn er sagt, wenn ich hier weggehe, wird sich dieses Produkt auf jeden Fall entwickeln und das zum Positiven. Und das ist das erste Mal, wie ich höre, dass Vince McMahon im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, seine eigenen Leistungen irgendwie schmälern will, aber doch schon sehr zuversichtlich in die Zukunft schaut und auch in dem Artikel gesagt hat, dass Triple H und Stephanie McMahon einfach einen sehr, sehr guten Job machen und er da einfach keine großen Ängste hat, im Prinzip den Stab sozusagen weiterzugeben. Finde ich ja schon krass, aber wenn man sich die Bilder, jetzt mal Photoshop beiseite, aber wenn man sich die Bilder anguckt, ist der Typ einfach noch immer relativ gut in Schuss und ich glaube, er wird es auch noch eine ganze Weile machen. Deshalb ist das natürlich Zukunftsmusik. Trotzdem erstmal cool, dass er sich das selbst auch eingesteht, dass er vielleicht auch einige Entscheidungen trifft, die aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Und das, ich nenne es jetzt einfach mal Problem, CM Punk nimmt kein Ende in der WWE. Denn jetzt wurde bestätigt, dass der WWE-Arzt Dr. Chris Amon CM Punk verklagt hat. Und der Grund, da müssen wir mal ein paar Monate zurückspringen, denn wie viele natürlich mitbekommen haben, auch natürlich durch meine unglaublich gut recherchierten News, war ja CM Punk im Podcast mit Colt Cabana im letzten November und hat dort im Prinzip über die ganzen Gründe gesprochen, warum er nicht mehr in der WWE ist und hat da auch ziemlich krasse Behauptungen aufgestellt in Bezug auf die Behandlung, die er von Dr. Amon von der WWE bekommen hat. So hieß es ja, dass er im Royal Rumble Match 2014 mit einer tennisballgroßen Beule am Rücken wresteln sollte, darauf natürlich auch seine Bumps nehmen sollte
und der Arzt über Monate nichts anderes gemacht hat, als ihn immer wieder mit Antibiotika zuzupumpen und sich so natürlich der gesundheitliche Zustand von CM Punk nicht gerade verbessert hat und er da natürlich höllisch Schmerzen hatte und sich keiner wirklich um ihn gekümmert hat und er geht halt extrem kritisch auf diesen guten Doktor ein. Und jetzt zurück zum heutigen Tage, denn da dieser Podcast ja öffentlich ist, haben natürlich auch eine ganze Menge Leute davon erfahren. Und so stand dieser gute Doktor gerade in Bezug auf seinen ganzen Kollegen und seinen Wert auch in der Company nicht wirklich gut da. Weil wenn jemand sowas behauptet, musst du ja auch erstmal irgendwas dagegen halten. Und wenn du das nicht hinkriegst, wird es ziemlich schwer, da es über diesen ganzen Fall keine wirklichen Aufzeichnungen gab. Und das ist halt eine extreme Rufschädigung, weshalb halt jetzt Chris Amon auch Klage eingereicht hat. Denn er hat gesagt, er hat nichts Falsches gemacht. CM Punk hatte nichts, der war vollkommen gesund. Was er da in diesem Podcast erzählt, ist alles gelogen. Und die WWE hat auch schon eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, wir stehen hier auf der Seite von Chris Amon, hat sogar ein Video veröffentlicht vom Royal Rumble 2014, denn das haben wir ja alle gesehen, können es auf dem WWE Network for Just 999 natürlich auch immer wieder gucken und für die Leute, die Blu-Rays und DVDs haben, die können das ja auch immer wieder sehen. Da hat man in diesem Video immer wieder auf CM Punks Rücken gezoomt und da sieht man eindeutig, da ist nichts. Von wegen Tennis große Beule, da ist gar nichts zu sehen. Der sieht völlig normal und völlig gesund aus. Dieses Video und das ganze Statement von der WWE hilft natürlich auch Dr. Chris Amon da irgendwie was zu reißen. Und so verklagt er CM Punk und Colt Cabana, da dieser ja im Prinzip die Plattform für dieses Ganze gegeben hat, auf 3 Millionen Dollar Schadensersatz. Also das ist schon echt eine krasse Geschichte und ich glaube, wenn CM Punk sowas wieder vor Gesicht kriegt, egal was vielleicht in den dunkelsten Ecken seines Gehirns von wegen irgendwann kann man mal wieder kommen, irgendwie da vorgeherrscht hat, nach so einem Ding, nach einer Klage, glaube ich, ist das Thema jetzt endgültig durch. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da jetzt noch bei rumkommt. Und ja, das war's auch schon mit den WWE News. So viel war jetzt nicht. Ich wollte euch, wie gesagt, jetzt nicht Fastlane spoilern. Deshalb großes Dankeschön für jeden Daumen nach oben. Hier drüben kannst du jetzt noch meinen Kanal kostenlos abonnieren. Darunter gibt's alle Social Media Links. Unter mir gibt's 2 weitere Videos. Alle Links sind auch nochmal in der Infobox. Klickt da also auch mal rein. Und ja, Freunde, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.